1, 2, 3, 4. Video Game. Hey, sali zusammen, sind ihr alle da? Ja! Ehrlich gesagt hat er mich gerade gestört beim Toasterlesen. Wisst ihr, was der Toaster ist? Das ist eine Zeitung, die von jungen Leuten gemacht wird, und zwar für junge Leute. Wir wollen euch die Zeitung ein bisschen bekannt machen. Toaster-Redaktion, wenn wir jetzt hier natürlich wieder kein Schlüssel, das ist typisch. Ich habe keinen Schlüssel. Dann haben wir hier einen Blick rein. Und da ist die Redaktion. Das war ein bisschen leiser, weil das müssen wir arbeiten. Ist das nicht mal Kaffee? Hey, Michael Lewinsky, du bist 23-jährig und Redakteur beim Toaster. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Ich habe zuerst einfach gerne Journalismus geschafft. Ich habe für andere Zeitungen auch noch geschrieben. Und schon früh aber beim Toaster habe ich angefangen, meinen ersten Artikel gemacht. Und dann ist da eine Redaktionsstelle frei geworden und die habe ich natürlich genommen, weil es ein lässiger Job ist. Zum Toaster selber, wie tun ihr zum Beispiel so die Artikel auswählen, was sind Kriterien? Dass uns interessiert, weil wir gehören ja auch zum Zielpublikum. Wir sind ja auch in dem Alter, wo wir die Leute ansprechen, 16 bis 26. So. Und dass wir denken, das sind spannende Themen, das sind spannende Leute, die wir vorstellen, das sind interessante Fragen, die wir versuchen zu beantworten. Apropos Zielpublikum, haben das Gefühl, ihr trefft es? Ich bin überzeugt, dass wir es treffen. Wir haben immer total gute Rückmeldungen. Lebenseinstellung vom Toaster gibt es auch nicht? Überlebenseinstellung, ja. Was ist das? Die Überlebenseinstellung. Okay, ja. Wir wollen. Ach, was ist das Hauptziel? Informativ, provokativ oder humorvoll wieder? Das Hauptziel liegt eigentlich nicht dort. Das Hauptziel vom Toaster ist, dass junge Leute können selber ihre ersten Artikel schreiben, ihre ersten journalistischen Erfahrungen sammeln, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass junge Leute eine Zeitung zum Lesen bekommen, die für sie gemacht ist und die von ihnen auch gemacht ist, die nicht, wie zum Beispiel der Ernst, also ich habe nichts gegen den Ernst, aber der Ernst ist von einem grossen Verlagshaus gemacht, wo erwachsene Leute sich etwas überlegt haben, Marktstrategien, was sie damit erreichen wollen. Bindung an das Produkt, an Tagesanzeiger etc., so Überlegungen. Und beim Toaster sind es wirklich junge Leute, die etwas zu erzählen haben, wo ihnen etwas wichtig ist. Und darum glaube ich, dass die Zeitung darum einmalig ist für die Jugend. Seht ihr den Fall, die jungen Leute wollen etwas erzählen? Wie kommen sie zum Toaster? Sie rufen uns an, dann schreiben uns, schicken vielleicht einen Vorschlag, was sie erzählen wollen. Und wir drücken es nicht einfach drucken, es ist nicht ein Mausenalp, der einfach jede Einsendung bringt, sondern wir tun es mit ihnen besprechen, wir tun mit ihnen am Text arbeiten, bis er wirklich auf einem journalistischen Niveau ist. Ich kann mir weder 21 noch Toaster recht erklären. Wieso gerade die Namen? Paff, 21. Ich meine, das ist 25 Jahre her, seit es den Namen gegeben haben, habe ich noch nicht mal gelebt. Weiss ich nicht genau, was sich da überlegt haben. Also, ich glaube doch, ich weiß es genau. Und zwar haben es die Leute bis 21 gratis bekommen, so hat es glaube ich funktioniert. Und das ist so ein bisschen, hat so ein bisschen etwas mit dem Alter vom Zielpublikum zu tun gehabt. Und der Toaster, der mein Vorgänger den Namen gemacht hat, das ist jetzt 4 Jahre her, das ist Toaster, das ist ein Wort von der englischen Musikszene, so ein bisschen aus dem Reggae-Dub-Bereich, wenn man dort drüber rappen, dann sagt man dem eben nicht einfach Rap, sondern dann ist das Toaster. Zu dem Toaster tut man auch eine politische Message überbringen. Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Toaster bei uns. Wir haben einerseits den Musikaspekt, das sind ganz neue, progressive Sachen in der Musik. Und gleichzeitig sind es aber immer auch politische Fragen, wo wir bringen, gesellschaftliche Probleme, wo man irgendwie eben kann verbinden kann, nicht einfach muss ganz in einem ernsten, seriösen Stil wie in einer NZZ bringen. Die SVP wirft euch Linkslastigkeit vor. Hast du das auch das Gefühl? Nein. Hast du das Gefühl? Tommy? Soll dir einen Witz erzählen? Ich bin jetzt gerade am Lesen, aber easy, schiss los. Weißt du, wieso die Frauen so kleine Füße haben? Sag mal, es ist sicher so ein Scheiß wie zu dir, weil ich weiss es.
Weil sie zu nahe an den Herd stehen. Du Arsch! Hey, bist du mega frauenfeindlich? Was meinst du eigentlich? Hey, bist du nicht ganz geputzt? Eure Knaben sollten wir auch verschiessen. Wer ist eigentlich der beste Knabenverschiesser geworden? Ich meine Schützenkönig. Das musst du schon die Videogang fragen. Hey, sind sie auch der Kilby gewesen? Ja, aber Vorsicht, ist cool, man. Ja, wer will? Wie viel Stutz sind eigentlich Kinder der Kilby ausgeben? Für den Bahn und eigentlich nichts für das Essen, sicher schon 50 Franken ausgeben. Ich weiss es nicht genau, etwa so 20 Franken. Von mindestens 100. Samstag und am Sonntag habe ich schon 50 Stutz jeden Tag. Für Bahn und alles. Und im Ausstich mit nochmal tollen 33 Punkten. Thomas Bossart. Was kann man als Schützenkönig eigentlich alles bekommen? Vom Gabertisch habe ich den Computer ausgewählt. Und sonst noch habe ich bekommen die Zinnkugel, die Medaille. Dann vom Superbaumflug. Das Abzeichen da. Dann noch ein Rundflug und noch ein Swissair-Flug auf Rio de Janeiro. Wer meint, er könne als Schützenkönig einfach heimgehen oder das Ganze vergessen, der irrt sich. Es war schon echt. Es war schon wahnsinnig, wie viele Medien das da um mich herum waren. Hat es dich gestört? Ja, ich bin es mir einfach nicht so gewöhnt. Also ich bin lieber so ein bisschen für mich ruhig. An Thomas sind seine Kollegen auch sehr wichtig. Darum macht er das nächste Jahr nur im Klassenwettkampf mit. Was macht der Thomas sonst noch, außer mit dem Luftgewehr schiessen? Also, ich spiele Tennis, gehe in die Sefi, spiele Klavier, höre Musik, lese. Ja, und auch noch Fußball, zwischendurch. Speziell hat er nicht aufs Knabenschiessen geübt. Vor etwa 3 Monaten hat ihm der Vater ein Luftgewehr geschenkt. Und damit schiesst der neue Schützenkönig im Keller seine Volltreffer. Das Cannabis-Blättli ist sicher allen bekannt. Ich nehme an, dass die meisten von euch schon mal versucht haben zu kiffen. Wir haben ein paar Jugendliche zu diesem Thema interviewt. Ich rauche höchstens Gras. Ich nicht. Also kiffst du nicht? Nein. Und kiffen Kollegen für dir? Ja. Ja, ich kiffe manchmal. Ja, und? Das Feeling ist geil. Ja. Nein. Ist für dich Zigaretten keine Droge? Eigentlich nicht. Kiffst du? Ja. Viel oder einfach gelegentlich mal so? Ab und zu, wenn ich etwas habe. Wenn ihr mal wollt, eure Meinung über das Kiffen zu preisgeben, vor der Kamera oder wenn mit uns über das Thema diskutieren, dann schreibt uns. Weil in der nächsten Sendung gibt es nämlich eine Gesprächsrunde über das Thema. Unser prominenter Gast in dieser Sendung heisst Patrick Frey. Bekannt aus dem Gabere Götterspass, als Experte im Viktor Speit-Programm und letztendlich auch im neuen Kinohit Katzendieb. Spinnst du eigentlich? Da gehe ich mit baden. Ah, nicht gewusst. Schafsäckel. Was
ist los? Bist du jetzt ein Grüner geworden, oder was? Los, von mir aus kannst du auch noch den Kühlschrank kabarieren, das ist mir scheißegal. Aber nicht da, wo ich gebaut habe. Kann ich jetzt bei dir wohnen, oder nicht? Ein momentan sehr wichtiges Thema in Zürich sind Katzendiebe. Immer wieder gibt es Vermisstenanzeigen und in Tränen aufgelöste Herrchen und Frauchen. Wir haben zu diesem Thema einen Experten, Herr Stolte-Benrath. Herr Stolte-Benrath, wieso gibt es Katzendiebe? Ja, weil Katzen so herzige Tiere sind, weil man die gerne klaut und weil sie einem nachlaufen. Und, weil Katzen eigentlich niemandem gehören. Katzen gehören eigentlich niemandem, sie sind frei und unabhängig. Sie beabsichtigt ja in nächster Zeit das Beratungsinstitut für Katzendieb, also für geschädigte Leute aufzurichten. Was ist denn der Sinn von dem Beratungsinstitut? Ja, das wird die Leute beraten, damit sie verhindern, dass ihre Katze geklaut wird. Sei es jetzt durch Halsbändchen mit Telefonnummern drauf, sei es durch, wie man die Katze drin behaltet, wie man den Katzensand gut reinigt. Also wenn man die Katze ja drin hat, stinkt es meistens ein bisschen vom Katzensand. Wie man den richtig reinigt, das gibt ja so Katzensand mit Deckel drauf und Kohlefilter oben, sodass absolut geruchsfrei eine Katze in einer Wohnung gehalten werden kann. Dann, indem man der Katze zum Beispiel auch kleine Alarmanlagen anhängt, die losgeht, wenn sie ergriffen wird. Man kann auch Katzen so abrichten, dass sie fremde Leute kratzt. Also Patrick Frey, du spielst mit im Film «Katzendiebe» zusammen mit Beat Schlatter. Was machst du sonst noch? Ich gebe Bücher aus mit Künstlern zusammen, Künstlerbücher. Und ich mache am LoRa, Radio LoRa ist ein kleiner Radio in Zürich, den ihr vielleicht kennt. Dort mache ich seit Jahren eine Sendung, eine Talkshow in der Nacht, wo ich lange Telefongespräche führe mit Leuten. Mit was für Leuten? Mit ganz verschiedenen Leuten, mit ganz jungen Leuten, mit Leuten zwischen 40 und 50, mit Einsamen, mit Leuten, die zur Nacht nicht schlafen können, mit Leuten, die Kommunikationsprobleme haben vielleicht, die wollen reden, die wollen etwas erzählen wollen. Die Gespräche sind lang, die gehen eine Stunde. Bis zu einer Stunde oder mehr. Und die Sendung hat Zeit. Das ist die einzige Talkshow der ganzen Welt, die Zeit hat. Ja, bezahlt die Telefonrechnung? Die jeweiligen Leute natürlich. Wie bist du darauf gekommen, überhaupt so ins Kabarettistenmedien einzusteigen? Also ich meine, ist das ein Jugendtraum gewesen? Nein, aber mal ein Jugendtraum war es, Schauspieler zu werden. Das bin ich dann nicht geworden. Dann habe ich andere Sachen studiert. Und dann nachher bin ich irgendwann Kunstkritiker gewesen. Ich habe Gegenwartskunst geschrieben. Und dann haben wir Beat Schlatter kennengelernt und dann haben wir angefangen zusammen so im Badzimmer, mit Badzimmervorhängen, im Korridor von Geburtstag bei Freunden, bei mir daheim, bei anderen Freunden daheim, angefangen Kabarett zu machen. Sehr, sehr klein, sehr enthusiastisch. Und dann ist es immer ein bisschen grösser geworden. Würdest du sagen, du bist ein auch spontan sehr humorvoller Mensch? Wenn ich Lust dazu habe, schon, ja. Ich bin eher so ein bisschen scharf. Scharf. Es muss einem auch einfallen, ne? Aber ich bin nicht immer witzig, ich mache nicht immer Witzli. So. Der berühmte Experte da, der Stolte-Benrath, wem seine Erfindung ist das? Deine? Nein, das ist ein Victor Jacobo seine Erfindung. Und wir haben dann einfach zusammen das immer wieder gemacht und es hat sich dann ein bisschen verändert. Und ich habe schon ein bisschen mitgeschafft und arbeite immer ein bisschen an den Schlusspointen mit, an denen, die noch so am Schluss kommen. So. Jetzt haben wir noch ein paar drauf selber. Aber sonst ist das ein Victor Jacobo seine Erfindung. Und jetzt, was kommt als nächstes? Gegenwärtig schreiben wir ein Programm für den Frühling. Und zwar dreht sich um das Thema Hochzeit, Hochzeitsfest. Ich selber schreibe an einem Märchen für Schauspiel aus. Das kommt in dieser Weihnacht raus. Ein Theaterstück für Kinder. Wenn ihr bereits wisst, könnt ihr uns schreiben, wenn ihr etwas wollt, verkaufen, kaufen oder verschenken. Am Tag der Jugend im Plattspitz waren wir auch dabei gewesen. Dort haben die Kids die Möglichkeit, vor der Kamera etwas zu sagen. Ich grüße die Mem, Dale und Laurin Gutierrez. Ich grüße Jacqueline, Lea, Susanne, Cornelia, Maria, Claudia und ich grüße das ganze Schul aus Liedli, plus meine zwei Leiterinnen, Maria und Claudia, und besonders Sabrina, Joanne und Giovanni. Okay, ciao zusammen. Ich bin Fabio Botti und das ist mein Kollege Ruben Rickenbach. Unser Schülerladen Quick & Top wird betreut von Jugendlichen und wir bieten Hilfe aller Art an. Nachhilfestunden, Babysitter, Prospekt verteilen und so weiter. Ja, und wenn man unseren Laden mal besuchen will, dann kann man das auch. Bei der Imbissbühlstrasse 71 8049 Zürich. Und die Telefonnummer ist 01 342 30 60.
Und so einen Auftrag kann man kaufen, mit so einem Prospekt an. Der kostet 13 Franken. 10 Franken geht es an den, der den Auftrag ausführt, und 3 Franken an den Laden. Wir grüßen einige Leute. Der Robert, Conny, Marion, Mirko, ich hätte Marion, Nati. Mam, ich suche dich schon überall. Wo bist du? Ah. Wir sind am Schneiden. Was machst du? Trinken, Mann! Was saufst du? Kein Schutsch. Was ist das? Soft Spirituose. Ist das mit Alkohol? Nö. Soft Spirituose? Nein, das habe ich ja kürzlich gelesen. Ich habe nämlich gelesen, seit einiger Zeit gibt es in der Schweiz verschiedene Alkoholgetränke. Und zwar ist die Verpackung klein, witzig und handlich. Und sie haben gesagt, das soll Kids ansprechen. Jedoch sagen die Gegner von diesen alkoholischen Getränken, dass Wodka-Cola... Stimmt, Wodka-Cola. Nein, Whisky-Cola. Nein. Dass Wodka-Cola, Hooch und Sub-Zero eine gefährliche Einstiegsdroge sein sollte für den späteren Alkoholkonsum. Schau da hoch! Habe ich mal probiert, die andere Party, ja. Und wie findest du es? Ja, es gibt Besseres. Ja, mit... Also wie alt bist du denn, als du das hast? Ah, 15, wie jetzt immer noch. Ja, öfters. Hast du es gern? Ja, sehr. Es ist sehr erfrischend und ist sehr fein. Und ja, eigentlich schon. Hast du schon mal probiert? Ja. Welches hast du schon probiert? Den mit Wodka. Ja, das öfter, nehmen wir das. Kennt ihr Soft Spirituose? Ja, schon, ja. Ja, klar. Schon mal probiert? Ja, klar. Ja, auch. Habt ihr es gern? Sicher, ja. Es geht so. Wie alt sind ihr denn? 14. 14. Ja, schon, ist fein. Hast du an einer Party schon mal probiert? Nein, sonst schon mal. Und haben sie dir problemlos verkauft? Ja, schon, halt wegen der Grösse, ist kein Problem gewesen. Wie alt bist du? In einem Monat 16. Am Wochenende trinke ich, also fast jedes Wochenende trinke ich schon, ja. Sicherlich habe ich das auch schon, aber ich bin eben Spitzensportler, oder? Schwimmer. Und von dem her trinke ich auch keine alkoholischen Getränke. Habt ihr eigentlich das Gefühl, dass das für Leute, die das regelmäßig nehmen, eine Einstiegsdroge in Alkoholsucht geben? Ja, ganz sicher. Das glaube ich auch schon. Und trotzdem habt ihr keine Angst davon? Nein, solange ich es nicht viel nehme. Also, so alle Monate vielleicht daheim mal, dann geht's. Also. Gut, ich meine, ich nehme es auch nicht viel, ich kann es auch besonders gerne. Es gibt viele, die nicht umgehen damit, mit Alkohol. Und ja, es wäre einfach blöd, wenn es unter 16 würden ausgeben würden. Ja, ich meine, wenn einer umgehen kann damit, ja, wenn nicht, ist nachtragend, ja. Alkohol ist nicht gut! Got a fist of pure emotion, got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back, I want you back for good. I'm 12 and I'm in Alexandra. Ich heiße Marion und bin 13. Wie hast du reagiert, als du erfahren hast, dass Take That aufhört? Ich war geschockt und bin noch nie so Fan wie an mich sonst. Wir mussten dann auch brüllen und einfach immer wieder gelost. Und ja. Bist du immer noch traurig, dass Take That aufgehört hat?
Ja, schon. Weil ich bin auch 2 oder 3 Jahre Fan gsi und bin auch im Hallenstadion gsi, wo sie gekommen sind. Und es war auch schön gsi. Und was hast du alles erlebt am Konzert im Fernsehstudio? Ja, wir waren 6 Stunden vorher da und danach haben wir uns mit den Ticket Fans angefreundet und zwei haben uns die Adresse gegeben, ob wir ihnen dann Fotos geben können. Und danach, als wir dann reingegangen sind, haben wir kein Fotoapparat mit ihnen nehmen. Und danach habe ich dann halt deren geschrieben und gesagt, wir hätten keine dürfen machen. Danach haben wir es dann nicht mehr gesehen und danach sind wir angeguckt und danach sind sie plötzlich gekommen und dann sind wir noch etwas mehr früher gegangen und dann sind wir noch etwa 2 Meter von ihnen entfernt gewesen. Es war so schön, einmal seine Idole so nahe zu sehen und so. Ich komme ja nicht jeden Tag und so. Ja, und es ist einfach so Take That so nah zu sehen, das ist schon ein grosses Erlebnis. Weil, ja, für mich sind es Superstars. Ja, ich hoffe, dass Take That Fans nicht so blöd sind und Backstreet Boys Fan werden. Ja, das ist eine andere Gruppe, dass einfach Take That treu bleiben. Einen Brief haben wir vorher bekommen. Hallo Videogang Team. Ich habe eure Sendung vom 4. September gesehen und möchte noch etwas zum Thema Rauchen sagen. Ich habe 4 gute Kolleginnen und wir haben uns eigentlich alle sehr gut verstanden. Vor kurzem erst habe ich erfahren, dass eine raucht. Deswegen haben auch die anderen 2 angefangen. Es ist also nur eine, die nicht raucht. Gestern, als wir uns alle wieder getroffen haben, sagten die anderen, ich und meine Kollegin sollen auch rauchen. Nur so seien wir auch voll dabei. Meine Kollegin hat es getan, ich aber nicht. Jetzt werde ich gehänselt und runtergemacht, weil alle sagen, ich sei ein Feigling. Ich bin 14 Jahre alt und kann mit Rauchen nichts anfangen. Meine Eltern hatten gesagt, ich solle euch mal schreiben und das habe ich jetzt getan. Bitte sagt mir, was ich tun soll. Claudia Würzbach. Wir haben weder einen Dr. Sommer noch einen Dr. Winter. Trotzdem tun wir eure Fragen gerne beantworten, die ihr uns schreibt. Da wir wahrscheinlich alle im gleichen Alter sind, haben wir wahrscheinlich die gleichen Probleme. Darum, liebe Claudia, bist du nicht allein mit deinem Problem. Wir wollen dir nicht verschwiegen, dass es unter uns Raucher gibt. Sie wollen zwar damit aufhören, aber es ist halt nicht so einfach. Aber wenn sie mit anderen zusammen sind, die nicht rauchen, dann können sie problemlos auch tagelang darauf verzichten. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass nur Nichtraucher Rauchen helfen können. Darum bleib stark, setz deinen Willen durch und solange du nicht anfängst zu rauchen, bist du nicht nur die Stärkere, sondern die Einzige, die deinen Kolleginnen helfen könnt. Wegen dem bist du kein Feigling, sondern du zeigst damit nur deine Größe und deine Stärke von deiner Persönlichkeit. Übrigens, wenn deine Kolleginnen dich nicht so akzeptiert, wie du bist, dann sind es nicht deine Kolleginnen. Und einen ganz herzlichen Dank, wenn wir von der Videogang natürlich den Firmen aussprechen, die uns in keiner Art und Weise finanziell unterstützen. Aber natürlich werden wir weiterhin bei ihren Kunden sein und auch weiterhin singen. Und allen anderen verzeihen wir auch. Denn sie wissen nicht, was sie tun. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Gell.